Moment. Justin? Oh mein Gott! Er kommt! Fängt mit T an und hört mit Timberlake auf. Ein guter Rutschi, mir Rutschi, was ist denn aufgeregt? So, also, wir freuen uns jetzt. Es ist eine Sensation. 7 Jahre lang hat er uns warten lassen. War gerade bei den Grammys in L.A., war bei den Brit Awards in London und ist heute folgerichtig in Friedrichshafen. Und wir freuen uns über einen sensationellen Song. Das wird ein Riesenhit. Hier ist Justin Timberlake. Herzlich willkommen. Cause you shine, it's something like a mirror, and I can't help but notice to reflect in this heart of mine, yeah. If you ever feel alone and regret, it's too hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll reach out and pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. They can see the sand in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. Original, cause it doesn't seem really simple, and I can't help but stick. That's the truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time, yeah. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. When I come over here, Dankeschön.
Justin Timberlake. Mirrors. This is great. Thank you so much. Justin Timberlake, meine Damen und Herren. Want to join us? Yes. Thank you so much. Do you need a microphone? No, you don't need it. That's fine. I think we got one here. Oh, jawohl. Hi. Haben wir ein Mikrofon? Hello. Hello. Nice. Hi. Hi. Fine. Thank you. Können wir ein Mikrofon haben? Ich glaube, wir sonst. Warte mal. Wir brauchen es. Oh my God. I don't know. Here. So. Now here. So. Yeah. It's better. Okay. Hello. Alles klar. Alles klar. Das sind 7 Jahre. Erstmal muss ich mal vorstellen. Also, Hermann Mayer, Herman the Monster Mayer. Dann Simone Tomalla, Axel Prahl, Michael Mittermeier, Oliver Kahn, The Titan. You know them Fußball, all? Fußball kennt ihr. You forgot the lady. Nein, hat er das? Nein, habe ich alles. Oh, und sorry. Cindy, the Princess of Plattenbau. I'm the biggest fan. Oh Cindy my God. From the block. Cindy from the block. Cindy from the block. Perfect. Yeah. Yes. Yeah. Jenny from the block? Don't be fooled by the rocks that she's got. She's just Cindy from the block. Also sie ist einfach Cindy vom Plattenbau, nicht? Right. Also. Trage Moonboots zum Minierer. Ich bin Cindy from the block. I have a present for you. For me? Yeah, it's my photo. Oh, perfect. Yeah, so danke, danke. When you go to at home, you have this for the bed when you cannot sleep alone. Put it in my pocket. Entschuldigung, sie sind auch toll. Sag mal, Cindy, da wo du herkommst, Cindy, da wo du herkommst, hören auch viele Menschen auf den Vornamen Justin eigentlich. Justin, ja. Kevin, Jason. Ja. Der ist so toll, ich kann nicht sprechen. Der denkt auch, was will der Mann von mir? Der ist so LKW-Fahrer. That's not fair. You have to wait for the translation. Okay. Ja, du musst immer ein bisschen warten, da wird gedolmetscht. Ich warte. Ich warte. Well, danke, meine Frau. Danke, meine Frau. You speak German a little bit? Sprichst du ein bisschen Deutsch? Ich kann sprechen ein bisschen Deutsch. Hey. Justin. You know, very, I know very important sayings like wo ist also ich fand ganz wichtige Sachen wie yeah. Jungs und Toiletten. That's a good yeah. one to know. Yeah. Das yeah. muss man einfach wissen, nicht, damit man nicht falsch läuft. Oh mein Gott. Justin, wir lieben dich. Now you have to say, liebe euch. Ich liebe euch auch. Genau, das wäre die richtige Antwort. Genau. Sie wird jetzt eifersüchtig, egal. Nee, ist okay. Justin, ein richtiges Multitalent. Wir haben ihn als Musiker kennengelernt mit NSYNC damals. Die Karriere hat in Deutschland angefangen, in Schweden teilweise produziert. Also Justin Timberlake sehr verbunden mit Europa, einer der größten Musikkünstler der Welt. Wir haben dich gesehen in einem sensationellen Film, Social Network. Und jetzt 7 Jahre Danke. Gewartet auf das neue Album. Wie ist es, zurück zu sein und das hier wieder zu erleben? Hast du das vermisst, 7 Jahre lang? I did miss it. Ja, ich habe es tatsächlich vermisst, ja. I'm very excited to be back. Also ich freue mich auch sehr, dass ich wieder zurück bin. Don't feel bad, I had to wait for it too. Also es tut mir leid, ich musste auch 7 Jahre warten. But I, you know, I take a little bit of time in aber ich brauche einfach mal der Zeit zwischen den verschiedenen Alben. Wenn ich dann wieder zurückgehe, dann ist das Ganze einfach frischer. Da sind die Songs frischer und da ist einfach viel mehr Spannung. Das macht mich interessanter. Ja, es hat tatsächlich damals die NSYNCs in Deutschland angefangen. Die erste Tour, wo war die? Weißt du noch? Weiß irgendjemand, wo die erste NSYNCs-Tour war? We were the opening act for DJ damals Bobo. Waren wir der Opening Act für DJ Bobo. Das ist spektakulär. Hey. Michael, guck mal.
Münster wahrscheinlich. Schweiz? Im Münster wahrscheinlich, ja. Münster wahrscheinlich. In Münster als Vorgruppe von DJ Bobo. Ja. Ja, aber DJ Bobo, René Baumann, ein Konditor, ein Gelernter, der auch richtig was drauf hat. Er ist ein super Tänzer, DJ Bobo. He is a good dancer. Ja, das stimmt, er ist ein guter Tänzer. Stand up for the rules and pray. Der stellt sich so hin. Very good. Justin, wir haben beide, ich habe wirklich selten so einen netten Menschen erlebt, so einen großen Star, der so unkompliziert und zugänglich ist hinter wie Justin Timberlake. Hinter der Bühne vor allen Dingen. Und wir haben er ist hinter der Bühne, nee, nicht falsch. Es gibt ja manchmal so Leute, die dann kommen und hey, quit me nicht voll. Aber er ist einfach ein toller Mensch hinter der Bühne und er ist so, man kann ihn anfassen, ohne dass er denkt, geh weg oder so. Er ist einfach toll. Und? I'm just a guy. Ja, ich bin einfach nur ein ganz normaler Typ. Naja, kann man so sagen. Justin, wir haben beide vorhin gerätselt. Ich habe dich gefragt, wer ist denn eigentlich so dein musikalisches Vorbild? Und du sagtest Elvis Presley. Und dann sagtest du, sag du mir mal, was dein Lieblingssong von Elvis Presley ist. Yes. Und du sagtest, das ist nicht so einfach. Und dann haben wir beide nachgedacht und ich sagte dann irgendwann, Suspicious Minds. Yes, same time. Genau, wir beide. Same time. Suspicious Minds. Genau, gleichzeitig. Yes. Das war gleichzeitig Suspicious Minds. Das ist ein super Lied. Lied. Ein großartiger Song. Und wir haben beide beschlossen, wenn wir Lust haben, dann machen wir das. Und wenn Sie Lust haben und wenn Cindy Lust hat, er würde für dich Suspicious Minds einmal ganz kurz ansingen. Wäre das in Ordnung für dich? Justin Timberlake. Right now, yes. Right now? Ja? Yes, guck mal, wir haben. Pass auf. Wir haben hier ein Klavier. Wir haben hier ein Klavier. Ja, du als Elvis. You'll be my backup band. Und du bist dann der Backup-Singer. Ich bin dein DJ Bobo. Wait, I have to do my... Ja, die Haare. Schon mal Elvis. Oh, ja, sehr gut, sehr gut. Sieht das gut aus? Sehr gut. So, Elvis lebt, ja? So, haben wir da einen Ton drauf irgendwie? Augenblick noch, kommt gleich. Wir haben das nicht geprobt. Come on, man. Cindy, kommst du dazu bitte? Das ist für dich. Ja, selbstverständlich. Du, ich gehe nicht mehr weg von euch. Ich kenne ja nur In the Ghetto. Ist das gut? Yeah. You know the whole song? Ja. Kennst du das ganze Lied? Wow. Okay, wait. Super. Okay, so go back. Ready? One, okay, nochmal zurück. Los. Three, four. I'm caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Okay, that's enough. Go ahead. That's enough. Justin Timberlake! Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Can I get a jelly donut? Vielen Dank. Kann ich doch einen Justin Timberlake als Elvis Presley. Thank you so much. Großartig. So, danke dir. You know, this is the only show in the world that could probably get me to do that. Das ist die einzige Show auf der Welt, wo ich das machen würde. That's why we love Ben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Was für ein großer Spaß. Toller Musiker und toller Entertainer. Kannst du Skifahren, Justin? Kannst du Skifahren? I snowboard. Also Snowboarden mache ich. Ja. Okay. But every year. Also jedes Jahr. Ja? Jedes Jahr gehe ich. Wo gehst du hin, Skifahren? Wherever the snow is. Oh, wo auch immer der Schnee ist. Colorado. Mal Colorado. Montana. Dann auch nach Montana. California. One time in Verbier. Wir waren auch mal in Verbier. Closer to where we are das now. Ist ein bisschen näher da, wo wir jetzt sind, natürlich.